Hallo liebe Hungrige, heute backen wir mal amerikanisch, denn wir machen Pancakes. Die Zubereitung ist einfach und auch die Zutaten hat Mann, Frau meistens vorrätig. Also ideal, wenn mal kurzfristig Besuch auftaucht. Und zu den Pancakes gibt es einen Kaffeesirup. Wir brauchen dafür etwas frisch gekochten starken Kaffee und Puderzucker für den Kaffeesirup und für die Pancakes selbst, Mehl, Backpulver, etwas Zitronensaft, Vanillezucker, 4 Eier, eine Prise Salz, Milch und etwas Öl. Zuerst bereiten wir den Kaffeesirup vor, denn der muss ja noch abkühlen. Dazu geben wir in einen Topf ca. 150 ml Kaffee und 100 Gramm Puderzucker. Der löst sich zwar schnell auf, aber wir rühren trotzdem kurz mal durch. Kochen die Mischung kurz auf und lassen sie dann bei mittlerer Hitze und offenem Topf in ca. 20 Minuten auf 100 ml Sirup einkochen. In eine Schüssel geben wir das Mehl und das Backpulver, vermengen beides miteinander, eine Prise Salz noch hinzu, 2 Eier und 2 Eigelbe. Und wie man Eigelb und Eiklar effektiv voneinander trennt, könnt ihr unter dem eingeblendeten Link euch nochmal anschauen. Zum Schluss die Milch noch mit dazu und dann mit dem Rührgerät alles zu einem glatten Teig verrühren. In eine andere Schüssel kommen die beiden Eiklar und ein Esslöffel Zitronensaft. Beides nun zu einem festen Eischnee schlagen, dann den Vanillezucker einrieseln lassen und für etwa eine halbe Minute weiterrühren. Den festen Eischnee heben wir nun portionsweise unter den vorher angerührten Teig. Alles etwas behutsam miteinander verrühren. Und damit ist der Teig für die Pancakes fertig. Eine kleine beschichtete Pfanne streichen wir mit etwas Öl aus, ich nehme dazu den Pinsel, und nun bei mittlerer Hitze jeweils eine Teigportion hineingeben. Durch den untergehobenen Eischnee ist der Teig relativ dickflüssig. Doch das macht die Pancakes dann eben auch schön fluffig. Zum Wenden der Pancakes nehmt ihr entweder einen richtigen Rumwender oder ihr macht so wie ich hier mit dem Messer und backt sie auf beiden Seiten goldbraun. Und zum Entnehmen könnt ihr, müsst aber nicht so wie ich, die Finger nehmen. Wer es eilig hat oder einfach auch nur Zeit sparen will, kann natürlich von vornherein auch gleich eine größere Pfanne verwenden und da eben 3 Teigportionen hineingeben. Ansonsten verfahrt ihr wie gehabt. Ich mag aber mehr das Verfahren mit der Einzelportion. Und so könnt ihr nun den ganzen Teig verbacken, bis ihr einen schönen Stapel Pancakes habt. Inzwischen ist auch der Kaffeesirup abgekühlt und ihr könnt den Tisch decken, noch bevor der Besuch angetrabt kommt. Ich empfehle, gebt über einen Stapel der Pancakes Kaffeesirup und lasst für den anderen die Wahl, denn nicht jeder mag ja unbedingt Kaffee. Und alternativ könnt ihr dann selbstgemachten Apfelmus oder gekauften Nuss-Nougat-Creme oder auch Marmelade hinstellen. Und wie man lecker Marmelade zubereitet, dazu gibt es hier wieder einen Link. Lasst euch die Pancakes schmecken, ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.